Leute, einen wunderschönen guten Morgen aus Japan. Heute hat wieder die Post an der Tür geklingelt und hat mir ein Paket gebracht. Vom Online-Shop Freedom Japanese Market. Es sieht total süß aus. Oh, und blau, meine Lieblingsfarbe. So sieht die Box aus. Ich bin mal gespannt, ob das, was drin ist, auch richtig sumo-tastisch wird. Okay, auspacken. Das fühlt sich immer wie Weihnachten an. Okay, der große Moment. Oh mein Gott, ist das süß! Oh, wie niedlich! Oh mein Gott, so viele tolle, süße Sachen. Schaut euch das an, wie süß. Oh, es ist so niedlich. Oh, schaut mal, eine Beschreibung, was drin ist. Das ist ja total praktisch. Wow, was da alles drin ist, ist ja der Hammer. Jeder, der mich kennt, ich sehe es gerade, weiß, wie sehr ich Gyutan liebe. Oh mein Gott, vor allem mit einem Datte Masamune. Das ist ja genial. Oh mein Gott, da bin ich ja mal echt gespannt. Ich muss sagen, ich finde das vor allem echt toll, dass sie alles ganz genau beschreiben. Insbesondere für Leute, die ja dem Japanischen nicht so mächtig sind. Das ist super toll. Es ist wirklich direkt. Es ist wirklich haargenau beschrieben, was was ist. Oh, das ist der Hammer, wie viel da drin ist. Das ist so cool. Wie süß, Mini Peach. Ich meine, ich wohne ja in Japan, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, einige der Süßigkeiten habe ich gar nicht gesehen. Oh, es ist niedlich. Es ist so toll. Es ist so süßer Stuff drin. Boah, es ist der Hammer, Leute. Das ist ja der Burner. Vor allem auch so viele verschiedene Sachen. Ja, dann wollen wir mal ein paar Sachen probieren, oder? An erster Stelle für mich ganz klar der Gyutan Umaibo. Ich bin sowas von gespannt. Den habe ich echt noch nirgends entdeckt. Es gibt so viele verschiedene Umaibos vor allem. So viele verschiedene Geschmacksrichtungen. So sehen die aus. Das sind diese ganz bekannten langen Puffreisstäbe. Boah, jetzt kommt der Moment. Oh Gott, das Video wird ja ewig lang, wenn das so weitergeht. Okay, mein Favorite bisher. Nehmen wir als nächstes mal etwas Süßes. Und zwar diese kleinen Mini-Peach-Candies. Oh, so öffnet man sie und so sehen sie innen drin aus. Die sind ja winzig, wie süß. Mini-Sized Peach-Flavored Ramune Hard Candies. Oh ja, in der Tat. Und die sind verdammt lecker. Die Box ist ja absolut perfekt gemixt. Es ist viel Salziges dabei, sowohl auch was Süßes. Und sogar Do-It-Yourself-Candy. Sowas habe ich noch nie ausprobiert, da bin ich ja mal echt gespannt. Okay, schauen wir uns das hier jetzt mal genauer an. Ein Do-It-Yourself-Candy. Hier muss man scheinbar, so wie es hinten beschrieben wird, lediglich nur Wasser reinfüllen. Und hat dann quasi so ein Do-It-Yourself-Eis mit verschiedenen Geschmäckern. Ich bin gespannt. Okay, so sieht das Ganze ausgepackt aus. Das ist interessant. Okay, hier haben wir das Pulver. Aha. Und hier kommt das Wasser rein. Bin mal echt gespannt. Okay. Das ist ja ein Gel. Erstmal hier rein, okay. Okay, erstes Do-It-Yourself-Candy. Oh, das ist ja zuckersüß. Es schmeckt ein wenig wie ein Kaugummi, ist aber ein ganz normales Kaubonbon.
Zum Schluss noch ein paar Worte zu den lieben Leuten, die mir das Paket zugeschickt haben. Wie ihr sehen könnt, ist es eine ganz, ganz liebe Familie, die sich zur Aufgabe gemacht hat, Leuten, die nicht so die Möglichkeit haben, an japanische Süßigkeiten ranzukommen, diese zuzuschicken. Der Name ist, wie ihr hier entnehmen könnt, und auch dem Link hier drunter, den ich auch unter anderem in die Videobeschreibung packen werde, Freedom Japanese Market. Da sie weltweit verschicken, könnt ihr auch locker aus Deutschland euch so ein super tolles Paket bestellen. Alle Artikel, die ihr sehen könnt, werden frisch aus Japan eingekauft und direkt zu euch verschifft. Auf der Webseite selbst könnt ihr verschiedene Abos festlegen. So könnt ihr euch zum Beispiel aussuchen, ob ihr nur ein Paket haben wollt oder alle 3 Monate eins oder 6 Monate oder sogar ein Jahr lang. Ihr könnt natürlich immer alles zu jeder Zeit stornieren, was sehr praktisch ist. Die meisten dieser Süßigkeiten sind Limited Candies. Diese sind in Japan meistens immer nur 1 bis 2 Monate erhältlich, also wirklich eine Rarität. Wie ihr hier schon sehen konntet, liegt jeder Box ein Zettel bei, der alles wirklich haargenau beschreibt. Und wie ihr an den Artikeln sehen konntet, werden wirklich nur super leckere Sachen verschickt. Bezahlen könnt ihr auf der Webseite per PayPal oder Kreditkarte. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr euch dort einen Account erstellt habt, anderen Leuten eine Freude machen und denen Boxen zukommen lassen. Von der Seite nehmen beispielsweise auch schon Firmen Gebrauch, die für ihre Mitarbeiter Sachen bestellen. So, und jetzt kommt ein ganz interessanter Teil vielleicht für euch. Wenn ihr meinen Channel-Name, Bontenmaru, bei eurer Bestellung in die Beschreibung packt, kriegt ihr, wenn ihr eine Box bestellt, eine Süßigkeit gratis dazu. Ich muss als persönliches Fazit wirklich sagen, ich war wirklich überrascht, was alles in der Box drin war. Es war wirklich quer durchgemischt. Das finde ich wirklich sehr toll, denn so hat man nämlich super die Möglichkeit, sich mal durch alles Mögliche durchzuprobieren. Wie auch schon gesagt, es war mein allererstes Do-It-Yourself-Candy und es war echt lecker und es macht vor allem Spaß, es zuzubereiten. Wenn ihr also richtig Lust und Hunger bekommen habt, japanische Süßigkeiten und Snacks auszuprobieren, checkt doch mal die Seite ab. Ja, und ich werde dann mal weiter futtern. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.